Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckpro ist Mattis mit seinem Lightsworn Zombie Dino Deck. Den Haufen kennt man ja. Er hat, wie bereits gesagt, eine Dino Engine rein und auch noch eine kleine Cyberse Engine. Ja, wird wahrscheinlich irgendwelche Linksachen machen. Und jetzt einfach noch ein Nutbeast, also ja, mal gucken. Ja. F dann so oder so, keine Ahnung. So, das will anfangen, schätze ich mal, oder? Ja, immer. Sogar Goblinberg und Da tun sich direkt Blechgoldfisch. Optionen auf. Schade, dass die beide genormelt werden müssen, um ihren Effekt zu benutzen. Da tun sich ja direkt Optionen auf. Was haben wir denn so alles im Extra? Üblichen Scheiß und ein Link Disciple. Was kann der Link Disciple? Ach so, ein Level 4 oder Lower Cybers Monster. Das heißt, unser Best Bet ist gerade vermutlich eine Minerva zu basteln. Die Alternative wäre eine Baguska zu basteln, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht sicher gehen wollen, dass wir nicht sterben. Also er hat 46 Karten im Deck. Das heißt rein statistisch gesehen, ist die Chance größer, dass wir den Zug überleben. Trotzdem würde ich vorsichtshalber, glaube ich, eine Baguska bauen gehen, weil die Chance, dass wir mit Minerva irgendwas Brokenes hitten, ist so gering. Dann fangen wir mit dem Tin-Goldfisch an. Ja. So, und Spirit Master, bitte. Wobei doch, wir haben eigentlich einen Riesenhaufen Zeug im Deck, was wir gut hitten können. Die Zombie Engine. Nee, lass einfach Minerva bauen, komm. Was soll schon schief gehen? Dann tschüss, Naja, Spirit mein Gott, Master. wir könnten sterben, aber Ja, gut. das war nicht so prickelnd, ne? Nee, nicht so wirklich. Nee. Die hätte ich auch ehrlich gesagt gern nachgezogen. Also zumindest. Nee, Gold sagt, das Target ist weg. Das haben wir Haben wir nicht zwei Riesenrecks gezogen. gehabt? Pff, kann sein. Ich gehe nicht da. Hui. Okay, Hui. der kam jetzt unerwartet. Für den Linkspider vielleicht? Naja, wenn dann Kubo, ne? Ey, was kann der denn? Anscheinend eine Karte ziehen. Aha. Wow. Okay. Das war jetzt irgendwie nicht so spannend, weil er uns eine Karte Unbeeindruckend. geschenkt hat. Dann können wir mal jetzt explodieren gehen. Dann haben wir mal einen. Also wir können da nicht explodieren gehen, aber wir haben mal einen Solitär. Wir können auch mit Minerva anfangen und gucken, was wir müllen. Ja, stimmt. Ja. Wir haben einen Lightsworn gehittet. Nicht Nicht schlecht. schlecht. Na dann machen wir doch gleich mal die Light Brigade, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja. Ach, er Dann hat nur einen haben wir Lumina, wie es mal aussieht. rein. Ja gut, dann raiden. Konnte er nicht im Friedhof irgendwas? Ja, konnte er. Vielleicht erstmal durchlesen, bevor du ihn einfach benutzt. Ja, wiederkommen. Ich habe ihn ja durchgelesen. Dann haben wir mal hier das dumme Flugzeug into Solitär. Das dumme Flugzeug, so kann man es auch nennen. Dann haben wir ein Uni. Dann können wir einmal kurz schauen. Also wenn wir die Nerva wegkriegen wollen, müssen wir erst einen Underclock-Taker machen. Sonst kriegen wir die nicht weg. Haben wir keine Stink. Was brauchen wir nochmal für Curious? Gleiches Attribut, verschiedene Typen. Aber das sind alles Erde- und Finsternis-Monster.
Ja, dann werden wir wohl einen Underclock bauen müssen. Ja. Mit der Minerva und dem Dot Ich glaube, mit dem Scraper. Dotzke. Ja, mit dem. So. Welche Synchro-Monster wollen wir Dann denn jetzt haben? können. Der will, muss ein Licht-Nicht-Monster, Nicht-Tuner-Monster haben, ne? Ja, das heißt, der geht schon mal nicht. Wir können auch einen stinknormalen Omega holen. Also sprich, Discard, Destrudo, hol Omega. Wobei. Ja, ich überlege gerade, ob wir vielleicht die Attacks skippen wollen. Aber Discard Destrudo ist halt schon ziemlich free. Dann nehmen wir das mal mit. Alternativ können wir jetzt auch den Destrudo wiederholen und mit dem und dem, warte, wie lange ziehe ich nochmal? Drei, das heißt, wir könnten mit dem Underclock Taker, dem Unizombie und dem Destrudo theoretisch auch einen das Lightsworn-Viech holen. Oder halt Omega. Ja, aber das bringt uns nichts. Also Omega. Ja. Na dann, tschüss, Shamoji Soldier. Können wir den jetzt shrinken oder shrinkt Underclock nur die Def, nur die Attack? Nur die Attack. Okay. Leider. Na dann scheppert's mal für 1000 in seinem Gesicht. Brachialer Schaden. Na dann. Haben wir noch irgendwas, was wir banishen könnten, damit wir einen Omega-Effekt live kriegen? Also, so, irgendwie. Nicht sinnvoll. Nicht sinnvoll. Schade. Dann können wir auch jetzt abhauen. Ja. Mal gucken, was wir erwischen. Das hat nicht so viel gebracht. Eine tote Karte, ey. Bis der die hätte spielen können, hätte es gedauert. Allerdings sein erster Zug war so dermaßen spektakulär, dass der zweite wahrscheinlich. Hi. Relinquished. Ja. Erklär die ganzen Level 1 und den 1000 Euro gegen Abgott. Ja, ich habe überlegt, ob es irgendein Mystic Piper Klimbim ist oder eben Relinquished. Okay, aber dann ist das tatsächlich ein einigermaßen legites Deck. Na dann, hallo Millennium Eyes. So, der sagt Noms und dann? Mist. Ach so, Norms. Ja, Jo, okay, dann Noms. hat er mal Norms gesagt. Jo, genau. Ja, das war ja jetzt der Spell, der Norms gesagt hat. Ja, das war vielleicht gar nicht so clever. Oder? Ah ne, halt, Millennium kann nur aktiviert werden, wenn wir einen Monster-Effekt aktivieren. Der ist deswegen nicht Nike gestiefelt. Ich glaube. Also wenn wir jetzt einfach über das Ding drüber stampfen, Können wir, solange er kann verdeckt er jetzt nichts. da... Solange da verdeckt jetzt nichts liegt. Der kann nur, wenn wir was aktivieren, kann er Noms machen, ne? Ja. Also wenn die Karte hier jetzt harmlos ist, können wir einfach reinstiefeln. Sollten. Dann würde ich sagen, können wir vorher noch den Dino normeln. Hindert uns Ja. ja nichts dran. Natürlich muss man anmerken, dass wir drei Raidens auf der Hand haben. Und dann stampfen wir mit dem, Achso, ja, wir Destrudo, können klar. jetzt Destrudo machen, Ja. was wir Nee, natürlich jetzt nicht das wäre ja tun. ein aktiver Dann Effekt, können das wir wäre mal anscheinend über dem, dämlich. dann können wir mal jetzt mit dem Dino da drüber stampfen. Weil der ihn nicht direkt angreifen kann. Bumm. Das war irgendwie unspektakulär. Das war tatsächlich sehr unspektakulär. Da wir immer noch nichts gebanished haben, haut der Dingens hier gleich wieder ab. Ja.
Sinnvolles Destrudo-Play haben wir keins. Ja, Glückwunsch, aber der Effekt ist jetzt schon durch. Ja, schon. Dann go. Und solange der Giant Rex keinen Effekt aktiviert, kann das Millennium Ice ihn auch nicht einsaugen. Mhm. Also, ja. Okay, das ist ein Winged Kuribo. Was bist du denn? Das ist ein alternatives Bild vom Winged Kuribo und ein Turbo Booster. Alter Vater! Interesting. Ich bleib mal bei interesting. Ja, das ist der politisch korrekte Begriff, schätze ich mal. Oh, hey. Hallo. Ja, dann Normal Raiden Rums. Wobei Normal, ja doch. Ja, erstmal Normal Raiden. Ja. Da kann ja nichts schief gehen. Sagen wir nicht aktivieren, da kann was schief gehen. Das kann man theoretisch holen eigentlich. Achso, Scarlight. Aber ich kann nur auch aus einem Angriffsmodus schießen, ne? Nee, nicht mal. Aber das wäre ein aktivierter Effekt, das heißt Millennium Ice. Also einfach Rums. Ja. Das war jetzt irgendwie... Wäre das jetzt eigentlich Game gewesen? Ja, nee. Die Runde noch nicht, aber... Nächste Runde dann. Es wäre Game gewesen, wenn wir Main 2 mit Raiden noch was gehittet hätten. Was wir specialen können. Ja, dann wäre es Game gewesen, aber nur dann. Weil die halt 2-1 Def hat. Ja, sonst wäre es so schon Game gewesen. Klar, einfach. Na, Raiden, egal. Hätte die ein bisschen weniger Def gehabt, killt Raiden das 1000 Eis, das Millennium Eis, der rennt hier rein, der rennt rein, Scarlight Rums. Genau. Naja, dann bis gleich. Bis gleich. Young Esper. Oh, wir dürfen wieder anfangen. Das ist nett. So, was haben wir denn? Wir haben einen Charge. Was kann der Cyber-Dude da? Den können wir special, wenn wir 5 verschiedene Monster im Friedhof haben. Dann 3 Kartenmillen und... Okay. Okay. Interesting. Dann haben wir mal einen Charge, ne? Mhm. Ist nicht mal ein Cyber-Suit, sondern eine Maschine. Wow. Was haben wir erwischt? Kein Lightsworn-Viech, also müssen wir den Raiden nehmen. Ja. Dann Normal Summon Raiden und Mill 2. Mhm. Nicht, dass wir großartig was anderes machen könnten oder so. Nee, so mangels Alternative und so, ne? Immerhin ein Mizuki. Wie viele unterschiedliche Monster haben wir jetzt schon im Grave? 3, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jo. Okay. Das heißt, jetzt sollte es. Das heißt, wenn der Raiden stirbt, dann haben wir es fast. Ich korrigiere, wir haben's. Okay, jetzt haben wir's. Es sind sogar 5 komplett verschiedene. Ja. Muss ja. Nein, ich meine im Sinne von, wir haben nichts doppelt. Ach so, ja, nee, für den müssen ja alle, dürfen wir ja nichts doppelt haben. Eben, deswegen sage ich ja, wir haben nicht nur 5 verschiedene, sondern auch nichts Doppeltes. Weil mit Raiden sind dann 6 Monster im Friedhof. Ach du Scheiße. Wir könnten übrigens tot sein. Ja, also wenn er jetzt nicht komplett versemmelt, sind wir tot. Nein. Alle 5 seiner Handkarten müssen jetzt gar nichts tun, sonst sind wir tot. Nicht gut. Gut, die kannten wir. Aber die bringt uns nicht um. Nee. Glaube ich. Ich hänge mal vorsichtshalber ein Glaub ich dran. Das ist, glaube ich, auch noch cool. Ich habe den Effekt nicht vergessen. Das ist nicht so cool. Das ist nicht cool. Dann sind wir, glaube ich, tot. Ja, sollten wir.
Weil der Herz kann jetzt, glaube ich, irgendwas Fusionstechnisches suchen gehen. Sehen wir gleich. Also wenn jetzt irgendeine Fusion kommt, sind wir auf jeden Fall RIP. Nö, das ist ein Cyberdrache. Das ist noch nicht Game. Doch, das ist, natürlich ist das Game. Der kann ja einfach den ganz normalen Effekt von Dingen von Nova benutzen. Dann hat er den Effekt von Herz benutzt, um den Attack nochmal zu verdoppeln. Jetzt holt jetzt Monster Reborn auf den Cyberdrachen und dann bumm. Das war ein Quick-Effekt von dem Nova, ne? Ja. Wieso? Okay. Ah, das Deswegen. kann. Deswegen. Ah, Okay. ja, wir sind ein bisschen, wir sind sowas von tot. Sowas von tot. Jo. Ja, ist ja gut, Mensch, wir sind tot. Wir haben es verstanden. Alter, wenn jetzt noch irgendwas rumfuhrwerk, dann raus hier. Alter. Okay. Ach ja. Ah, Penner, ey. Ja, ist ja gut, Mensch. Warum hat er jetzt einfach aus dem Sieger und noch einem Cyberdrachen noch einen Sieger gebaut? Muss ich das verstehen? Keine Ahnung, vielleicht verklickt. Hm. Ja, bumm. Ja, gegen Cyberdrachen mit nichts anzufangen, ist keine so gute Idee. So, da sind wir. Wir haben dreimal den Konduktor, zweimal Orbital Highlander, zweimal Overtex, ein Destrudo, ein Wolf, ein Giant Drax, dreimal Snow, dreimal. Musste ich niesen. Dreimal Raiden, dreimal Mizuki, ein Spirit Master, zweimal Goblinberg, zweimal Tin Goldfish, zweimal Solitaire, zweimal Unizombie. Eine Lumina, eine Glow-Up, ein Dotscraper, dreimal Double Evolution Pill, dreimal Gold-Sarkophag, ein Foolish, ein Monster Reborn und dreimal Charge. Es soll ein Budget-Deck sein, hieß es in der Mail. Stimmt doch überwiegend, aber hier ist ein kleiner Ausreißer. Ja gut, den kann man ja mal rumfliegen haben. Ich meine, alle Budget-Spieler, die bei uns auf den Locals rumlaufen, haben auch random teure Karten, weil die hat man halt gezogen. Laut Mail meintest du, dass die OCG-Karten für DevPro drin sind, dass der Deck aber auch ohne die funktioniert. Sondern halt sind die einfach nur drin, dass es ein bisschen leichter auf Curious gehen kann. Was ist denn hier drin, OCG? Ich glaube, der hier, oder? Ja, der auf jeden Fall. Ja, der halt. Und Vampire Stalker haben wir, ne? Ja. Ja, dann der hier, dann halt der Ist linke Seite. der Dude da oben zwischen Conductor und Overtex, ist der? Könnte sein, dass das nicht ist, aber das würde die 42 Karten erklären. Ne, den haben wir. Also ich weiß. Okay, also ich weiß, dass Dotscraper, dass wir Dotscraper auch haben. Also nur der Link, also dann nur der Link Disciple. Ja, gut, von mir aus. Ja, der macht halt aus Dotscraper ein Lichtmonster. Von wegen Curious. Ja, und der Dotscraper kommt dann auch wieder. Wenn er zum ersten Mal auf dem Friedhof lag, auf die Art. Ja, der ist gut. Da ich allerdings mich meine zu erinnern, dass Rota jetzt nicht die Welt gekostet hat. Ja, die tuten tatsächlich keinem weh. Vor allem wüsste ich dann auch. Ja, und gerade unter dem Aspekt fände ich drei Goblinbergs und eine Rota deutlich sinnvoller als zwei Goblins und zwei Goldfische. Ich möchte mal anmerken, weil mir das hier gerade auffällt, hier sind nur hier sind keine Tyrannos drin. Keine Oviraptoren. Wollte gerade sagen, was? Fällt Aber mir ja, gerade so Oviraptor ist auf. so eine relativ solide Suchkarte. Ich meine, ja, du hast ein paar Normals damals in dem Deck, das ist richtig. Das heißt, die Idee ist, ich ziehe keinen Konduktor, weil der brickt, sondern Mille mit meiner Minerva. Oder, okay, gezielt mit Curious, aber ansonsten random. Den Dude, der zweimal drin ist, der sucht dann die Pille und dann kann ich einen Konduktor aus dem Deck specialen, oder wie? Also ganz zu Ende gedacht ist das Line-Up dann nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen, meh. Also,
Also nee. Das ist keine so gute Idee. Ich meine, Budget ist eine Sache, aber das Line-Up ist einfach nur, ist einfach nicht richtig. Und ich Das meine, läuft wo. einfach so nicht, weil das Problem ist, das haben wir jetzt auch gerade gesehen, was willst du mit dem Deck dann First Turn machen? Die einzige Möglichkeit, die du wieder mit dem Deck First Turn Sachen machen kannst, ist Goblinberg oder Tin Goldfish zu ziehen. Nee, oder Solitär. Das sind drei Karten, die dich reinbringen, weil Raiden zähle ich mal nicht, weil der bringt dich nur rein, wenn du was flippst. Im gleichen Atemzug kann das Deck allerdings aufgrund seiner nur sehr bedingten Fragen sich nicht leisten, Second zu gehen. Also muss es First gehen. Aber First kannst du nicht Ja. viel machen. First Turn kannst du halt, wenn du Solitär ziehst, einen Omega bauen. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn du einen Goblinberg ziehst oder einen Goldfish, kannst du eine Minerva oder eine Baguska bauen. Glückwunsch. Und dann? Also die Explosionsfähigkeit fehlt so ein bisschen. Dafür musst du einfach zu viele Extender haben. Und das ist einfach nur Blödsinn. Weil wenn man im ersten Zug nicht gut eröffnet, wird der Gegner einem nächsten Zug entweder ein Boarding klatschen, dass man nicht mehr durchkommt, oder dich einfach umbringen. Ja. Ich meine, normales Light Swan Zombie Dino. Und den Dot Scraper du von mir aus auch noch rein. Also mit halt einem normalen Line-Up. So Das. Brilliant Fusion und Gedöns. Ja, das kann rausknallen. Das hier kann es halt nicht. Ja. Du brauchst First Turn was, was dich verteidigt, sonst ist RIP. Oder Und halt, ich meine natürlich. was dir ein ordentliches Board hinkotzt. Ja. First Turn Nutbeast ist mit dem Deck vergleichsweise unwahrscheinlich, um nicht zu sagen, so gut wie ausgeschlossen. Du hast genau eine Möglichkeit. Nee, du hast zwei Möglichkeiten, auf Nutbeast zu kommen. Möglichkeit 1 ist Mizuki und Foolish auf der Hand zu haben. Möglichkeit 2 ist Goblinberg und Lobob auf der Hand zu haben. Beziehungsweise irgendeine Kombination von einem Stufe 4 Erdemonster und einem Foolish-Effekt oder eben so ein Viech, was man einfach so specialen kann, aber Ja, das es ist geht auch auf noch jeden Fall Fiorano sehr auf der Hand und unwahrscheinlich. ein Foolish oder Glow-Up auf der Hand und Gold-Sarkophag, das ging ja auch noch. Aber trotzdem ist das jetzt, es wird overall nicht häufig passieren, weil du Überraschung immer zwei Karten brauchst. Und mir gehen im Extra-Deck auch noch so ein bisschen die Nightmares ab, weil die sind einfach gut zu bauen. Klar, wir beim letzten. Underclock Taker ist okay, aber Nightmares sind einfach gut. Klar, wir beim letzten Deck gesagt, dass Goki Nightmare einfach das beste Nightmare-Deck ist, das ist auch richtig. Das sage ich jetzt nur, weil das wieder irgendjemand in die Kommentare schreiben wird. Wir wollen hier aber auch nicht, dass hier eine komplette Nightmare, dass hier das komplette Nightmare-Lineup reinkommt, sondern dass ein paar Nightmare-Karten drin landen. Ja, genau genommen Phoenix und Unicorn, weil die beiden räumen Sachen ab. Es geht ja nur darum. Es geht ja nur darum, Sachen abzuräumen. So einfach als Removal sind die einfach gut. Und ja, deswegen ist es auch schwer, hier mehr als 10 Punkte zu geben. Bei Budget Das hin ist oder einfach her, ultra Goki. langsamer Blödsinn. Ja. Also sorry, aber ist so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Brilliant Engine kostet. Auch kein Schimmer mehr. Die wurde so oft reprintet und ist so oft rauf und wieder runtergegangen. Ich glaube aktuell, Stand jetzt, ist sie bezahlbar, aber ich schau mal kurz. Ach ja, die wurde ja in Bed of Legend schon wieder reprintet. Nee, dann kostet die jetzt gerade gar nichts. Jo. Die kann man sich holen. Also nicht mal mit die Budget-Ausrede. Ja, gut. Also das sollte auf jeden Fall mal rein. Ja. Von Ash oder so reden wir ja gar nicht, Nee, ne? nee. Also, bitte. Wobei in diesem Deck tatsächlich gar nicht mal so häufig Ashes drin sind. Ja, doch. Ashes schon. Also wenn die Decks Full Power sind, dann sind zumindest drei Ashes drin. Ja, gut. Weil Ashes ist einfach gut. Ja. Aber wie gesagt, von der reden wir jetzt ja gerade gar nicht. Nein. Also ja, wie gesagt, 10 Punkte hierfür. Es gibt günstige Möglichkeiten, das noch ein bisschen aufzupowern. Ja, schon. Also ja, 10 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Und übrigens, sorry, dass die letzten 2 Tage keine Yu-Gi-Oh!-Videos kamen. Mein Rechner war kaputt. Soll vorkommen. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.